Also weiter geht's. Nächste Runde sozusagen mit der Diagnose. Wie man hier sieht, hat der Wagen gerade 11 Grad Temperatur, ist auf jeden Fall kalt draußen. Und ja, ist da jetzt da unten quasi angeschlossen an den normalen Sensor. Und damit ihr seht, dass ich hier keinen Kram erzähle, der ist einfach wirklich komplett kalt. Also ich kann hier anfassen, überall, ne? Das, wo es dann hier mal was heißet. Gibt ja immer so Leute, die nicht glauben, wenn man denen sagt, der Wagen ist kalt, dass er auch wirklich kalt ist. Also hier Abgas, ne, kann ich anfassen. Lambda-Sonde kann ich anfassen. Könnte ich nicht anfassen, wenn der warm ist. Ist also auf jeden Fall 11 Grad nur. So. Und jetzt mache ich den natürlich im One-Shot. Also mal die Zündung ausmachen. Ich will halt zeigen, dass dieser Fehler halt auftritt, egal, wirklich völlig egal, wie kalt, wie warm der Motor tatsächlich ist. Spielt einfach keine Rolle. Ich sage, das ist wirklich da, irgendwas regelt da in dem Motorsteuergerät nicht richtig. So, jetzt schließe ich hier diesen verstellbaren Widerstand an. Also, hier habe ich jetzt eingestellt 200 Ohm, also die 100 mal 2 und alles andere steht auf 0. Und wenn der Widerstandswert da, der da vom Temperatursensor kommt, wenn der bei 200 steht, bei 200 Ohm, dann bedeutet das, sieht man hier gleich, wenn der sich wieder gefangen hat, mit die Zündung, weil ich die Zündung angemacht habe, da steht noch 11 und gleich wird da irgendwas mit 98 stehen. Genau, zack, bumm. Sieht man schön, wie das umgesprungen ist. Der geht jetzt schon mit diesen 98, mit dem Wert von den 98 Grad überhaupt nicht mehr an. Deshalb werde ich das sozusagen mal erstmal hier mal 1200 machen. Das müsste eigentlich einem kalten Motor entsprechen. Naja, wie man sieht, 1200 ist ungefähr ein Wert von 40 Grad. So, und dann mache ich mal an. Vorführeffekt. Verdammt. Ich hatte ihn nämlich eben schon mal ganz kurz mit dem falschen Wert an und wenn er sich eben mal verschluckt hat, dann dauert das meistens ein bisschen, bis er sich wieder fängt. Ah, oh, Mist. Hätte ich mal nicht gemacht. Hätte ich den mal nicht angemacht. So, nochmal. Mann. Ah, so, jetzt läuft er. Also wie gesagt, wenn der sich einmal verschluckt hat, also einmal da diese Temperatur bekommen hat, dann kriegt man den noch nicht so ohne weiteres wieder an. Das ist halt das Beschissene, dass wenn du an der Ampel stehst und dann der gerade auf Temperatur gekommen ist und dann da, dann geht der halt aus und dann stehst du da. Kannst du erstmal warten, bis der runter geht, die Temperatur und dann kannst du noch fünfmal starten. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, der Motor ist ja immer noch kalt hier. In den 3 Sekunden wird er nicht warm. Jetzt sehe ich hier runter und zack geht er aus. Sofort. Unmittelbar. Ja, wenn er jetzt ein bisschen wärmer ist, dann fängt er an, dann fängt er halt diese Sägen an, weil dann läuft da quasi alles richtig und der Sprit wird vernünftig verteilt. Aber so geht er halt sofort aus, ne? Und jetzt, auch wenn ich das jetzt hier wieder zurück mache, ich habe es ja gerade wieder auf, mach ich mal wieder auf 40 Grad. Dann wird er wieder scheiße anspringen, weil, wie gesagt, ne? Naja, aber immerhin, er kommt. So. Jetzt stelle ich mal hier auf 400. 400 entspricht ungefähr 75 Grad und da läuft er halt noch. Das ist halt der Grund, weshalb dieses in Reihe schalten von einem Widerstand halt funktioniert, ne? Und wenn ich jetzt hier runtergehe, boom, ist er aus. Naja, also jetzt sieht man auf jeden Fall, hat nichts mit der tatsächlichen Temperatur von dem Motor zu tun. Ja, nichts. Also sozusagen von den Teilen hier. Das ist einfach, da, das Motorsteuergerät schaltet irgendwie scheiße aus irgendeinem Grund.
So, und jetzt gucke ich mir mal das an. Ich habe im Forum ja diesen einen Tipp gelesen, dass der eventuell da über den Abgaskrümmer Nebenluft zieht und deshalb die Lambda-Sonne-Scheiße regelt. Also, wer weiß, vielleicht ist es das ja. Also, jetzt mal nochmal ein Test. Der Motor ist immer noch relativ kalt. Ich habe hier das schon gerade mal einmal so mitgeschnitten. Also, die untere Linie ist, was die Lambda-Sonde macht. Die ist ja jetzt gerade noch kalt, deshalb wird er ja nicht, deshalb regelt die ja überhaupt nicht großartig. Also, bis der Motor warm ist und die Lambda-Sonde warm ist, tut die ja keinen vernünftigen Dienst. Und das ist die Temperatur, die ich sozusagen jetzt mal künstlich angehoben habe. Und das mache ich jetzt mal nochmal, sozusagen im Video, was eigentlich ganz gut funktioniert, dass man das mal sehen konnte. Also wir sind jetzt bei 400 Ohm und mache jetzt mal hier 490 erstmal. Wird man gleich sehen, da auf der Skala, wie das quasi die Temperatur dann runtergeht. Das ist ja so ein bisschen träge, das System. Deshalb lasse ich dem mal so ein bisschen Zeit. So, jetzt haben wir 390 Ohm. Und ja, wird damit zu tun haben, dass es noch ein bisschen kalt ist. So, jetzt sehe ich auf 380 Ohm runter, 370, 360, 350, 340, 30, zack, 320. Bei 320 will er nicht mehr. Bei 320 ist ihm die Temperatur zu hoch. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Also, wie man hier halt sehen kann. Also die Lambda-Sonde, das ist hier der Wert, das hat in der Skala so eingestellt, dass das zwischen 0 und 2 Ohm sind, Volt sind, warum auch immer hier 20 steht, aber da die Skala steht auf 2. Das heißt, der regelt halt hier irgendwie momentan noch nicht 0,48 halt Volt. Das ist so ein bisschen wie, als hätte man die Lambda-Sonde abgezogen. Und jetzt sieht hier der Bildschirm aus. Naja, und wie gesagt, hier sieht man ja, wie ich jetzt graduell die Temperatur sozusagen immer weiter angehoben habe, bis sie quasi auf dem Wert angekommen ist, wo der Motor ausgegangen ist. Und wie man sehen kann, macht die Lambda-Sonde da einfach überhaupt nichts. Deshalb kann das nicht an der Lambda-Sonde liegen. Also, beziehungsweise klärt mich auf, wieso es denn trotzdem noch an der Lambda-Sonde liegen kann, wenn da ja überhaupt gar keine Regelung stattfindet. Also ansonsten müsste ja der Wert da hoch und runter springen, dann könnte ich es ja verstehen. Ja. Aber ansonsten, Nun ja, soweit erstmal. Jetzt beugt den Kabel ein. Jetzt zeigt er mit mittlerweile 190 Ohm dran. Und mal gucken, wie viel Temperatur das gleich anzeigt. Also wie gesagt, hier ist der Kabel, ne, mit den 190 Ohm, die da eingelötet sind, ziemlich genau angeschlossen an den Stecker da unten, beziehungsweise mit den Kontakten da auf den originalen blauen. Und weil das Vagscope ja immer noch an ist, kann man halt hier schön sehen, dass er kurzzeitig, als ich den Stecker quasi abgezogen habe, ist er auf minus 40 gegangen. Ich glaube, die Skala geht bloß bis minus 10, deshalb sieht man das nicht. Aber wenn man den abzieht, dann quasi erkennt er das als minus 40 Grad, quasi die maximal minimale Temperatur. Genau, naja, und jetzt, wie man sieht, ist er bei 32 Grad mit dem Widerstandswert. Anstelle von, was wir eigentlich haben, 11 Grad. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so optimal. Steg ehrlich gesagt gar nicht, wieso der so viel anzeigt. Müsste ja eigentlich ein bisschen weniger sein. Gucken, was er hier anzeigt. Boah, hier zeigt er auch 32 Grad an. Naja, wobei, der ist ja jetzt schon ein bisschen gelaufen. Also insofern macht das schon noch Sinn. Also der ist wahrscheinlich hat er in Wirklichkeit schon 45 Grad oder irgendwie so. Naja, so. Scheiße. Nee, wie viel hat er denn jetzt wirklich?
Also, guck mal, nur zurück. Ist auf jeden Fall doch schön, wie man dem hier zugucken kann, oder? Die moderne Technik. So, jetzt ist er wieder original drauf. Jetzt wird er wieder da auf minus 40 gegangen sein. Da sieht man ihn schon mit den minus 40. Ah ja, 35 hat er am Original. Also hat er jetzt schon ein bisschen gelaufen. 35 anstelle von 32. Naja, also das funktioniert halt. Und das ist ja sozusagen, das ist ja keine lineare Kurve. Von daher wird das irgendwie passen, dass wenn der warm ist mit 190 Grad, sollte das nicht funktionieren. Dann werde ich da noch mehr drin machen. Und dann schreibe ich dir doch in das Forum, bei was für einem Widerstand der optimal läuft. Also der Motor ist jetzt warm. Der hat jetzt tatsächlich 87 Grad. Und mit der Kabellösung scheint es zu funktionieren. Also sozusagen, jetzt ist er gerade wieder ausgegangen, nachdem ich da ordentlich Chassis gegeben habe. Von 87 auf Trommelwirbel 64 runter. Oh, ah ja. Oh, nicht so optimal. Ich würde mir wünschen, dass das eher ein bisschen mehr wäre, aber naja, das läuft da wenigstens. Na, fängt er sich natürlich nicht. Ah, das ist echt so ein Scheißfehler. Ich bin ja wirklich jetzt irgendwie bin ich am Überlegen, ob das nicht doch die Einspritzleiste sein könnte. Also vielleicht ist ja da eh ein Injektor von der Einspritzleiste, ist da irgendwie so seltsam, dass in dem Moment, wo wenn das Motorsteuergerät auf 90 Grad kommt und dann halt schaltet, so wie es halt schalten soll, dass das halt irgendwie mit den internen Werten jetzt von irgendwem von den Einspritzdüsen quasi nicht mehr hinhaut. Mann. Und dass das deshalb so ist. Come on, Baby, du kannst es. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch angeschlossen? Die sind nicht zusammen, der ist drauf. Der Kabel läuft hier. Nee, das muss wirklich nur noch eine Nachwehe von dem Ausmachen gerade sein oder von dem Aussehen gerade sein. Also mal ein bisschen länger ausmachen, damit er sich erholen kann. Halleluja, Amen, er läuft. So. Schmeißt er mich hier raus? Ja, nochmal. Also jetzt ist er ja gerade richtig ordentlich gelaufen. Come on. 68. Naja. 68 halt mit 190 Ohm. Hätte ich wahrscheinlich irgendwas niedriger wählen sollen, um dann noch näher an einen okayen Wert ranzukommen. Also mit 107 Ohm war auf jeden Fall zu wenig. Das war vorher. Er zeigt 190, das war zu viel. Verdammt! Also, 167 Ohm in Reihe schaltet, führt dazu, dass wenn der Lüfter angeht, wie viel Grad der Ohm da hat, dann macht er hier 75 Grad. Und damit bin ich happy. Erstmal. Aber, ich bin mir fast sicher, dass das dass irgendwas mit den Einspritzdüsen nicht stimmt. Naja, ich finde dir schon noch Fehler.